Es war das Spektakel schlechthin. Das Turnier. Im Mittelalter so etwas wie heute der Fußball. Ein großes Kräftemessen. Die Ritter beweisen ihren Mut und ihre Kühnheit. Nicht selten ein Kampf auf Leben und Tod. Die Ritter sind der Kriegerstand des Mittelalters. Sie verteidigen das Land ihrer Lehnsherren, ziehen aus, um Länder zu erobern. Beruf und zugleich Berufung ist für diese Männer der Krieg. Doch wenn Frieden herrscht, sucht der Ritter das Abenteuer woanders, auf dem Turnierplatz. Siege ich, so bin ich ein Held und mein Ruhm wächst, heißt es. Die frühen Turniere finden jedoch keineswegs in feierlichem Rahmen statt, wie in Ritterfilmen dargestellt. Die Männer in Eisen treffen sich auf dem Feld oder im Wald zum Torneamentum, dem Wüstenturnier. Gekämpft wird mit scharfen Waffen, nicht nur für Ruhm und Ehre. Wer verliert, muss Lösegeld bezahlen. Feste Regeln gibt es bei den wilden Turnieren noch keine. 50, 100 und mehr Ritter treten gegeneinander an. Das ist Training für Fehde und Krieg. Und wie in Krieg und Fehde gibt es Tote und Schwerverletzte. Erste Hilfe leisten sogenannte Bader. Auch Amputationen gehören zu ihrer Handwerkskunst. Das senkt keineswegs die Todesrate bei den Turnieren. Turniert wird auch um das Lob der Frauen. Und für treue Gefolgschaft. Belohnt wird mit Anteilen am Preisgeld und an der Beute. Allerdings dezimieren Kriege und Fehden immer wieder den Ritterstand. Witwen und Waisen bleiben oft mittellos zurück. Schließlich werden für das Turnierwesen strenge Regeln eingeführt. Sie werden zu großen gesellschaftlichen Ereignissen für alle Stände, vom König bis zum Bauern. Zu Wagemut und Furchtlosigkeit kommt die ritterliche Tugend des Fair Play. Die Reiter sind durch ihre Rüstungen besser geschützt. Ihre Lanzen sind an der Spitze stumpf und haben Sollbruchstellen, sodass sie beim Aufprall brechen. Es gilt, den Gegner nicht zu verletzen, sondern ihn aus dem Sattel zu heben. Solch protzige Turnierrüstungen kosteten ein Vermögen. Innovativ waren Seeschlitze und Nackenstützen, ähnlich wie heute bei den Helmen von Formel-1-Piloten. Das Turnier war auch Experimentierfeld für die Kriegstechnik. Bei heruntergelassenem Visier war der Ritter nicht zu erkennen. Doch er musste Farbe bekennen und deutlich sichtbar sein Wappen tragen. Wappenbücher waren das Who is Who des Adels. An den Start gehen durften nur registrierte Ritter von Geblüt. Der Ritter ist über das Mittelalter hinaus ein Leitbild der Gesellschaft. Selbst Könige nehmen an Turnieren teil, nicht ohne Risiko für Leib und Leben. Der Panzerreiter wird auf dem Schlachtfeld zum Auslaufmodell. Aber legendäre Siege auf dem Turnierplatz werden noch Generationen später gerühmt. Die romantische Verklärung der Helden in Eisen überlebt das Mittelalter. Und auch die Turniere als historische Spektakel.